Aber jetzt, wie gesagt, alle Damen noch einmal. 13 an der Zahl. Wir fangen, wie es so üblich ist, mit der Startnummer 1 an. Die gehört Christine. Mit der Startnummer 2, Tina. Mit der Startnummer 3, Sibylle. Startnummer 4, Katrin. Genau, so schöne Zähne, die darf man auch zeigen. Danke, Katrin. Startnummer 5, Anja. Mit der Startnummer 6, Stefanie. Mit der Startnummer 7, Lisanne. Mit der Startnummer 8, Natascha. Mit der Startnummer 9, Linda. Mit der Startnummer 10, Sandra. Mit der Startnummer 11, Ella. Mit der Startnummer 12, Lorraine. Und mit der Startnummer 13, Jacqueline. So. Ein großer Applaus für die Damen. Gehört sicherlich einiges an Mut dazu, sich leicht bekleidet zu zeigen. Aber wir müssen wissen, woran wir sind. Wobei ich sagen kann, ein gar wunderschöner Anblick. Die Sendung macht mir immer mehr Spaß, muss ich sagen. Es liegt an den Damen, es liegt an den Figuren, wobei ich weiß, es kommt jetzt ein unangenehmer Teil, nämlich der, wo wir uns leider von 4 Damen erstmal verabschieden müssen. Es kommen nämlich in die zweite Runde nur 9 Anwärterinnen auf den Titel der Miss Arabella 1996. Und der Vollstrecker in dieser Sendung, auch wenn er so süß aussieht, ist Oliver. Schweres Amt. Schweres Amt. Schwersten Gänge, muss ich sagen. Ich fange bei den ungeraden Damen an. Wobei, wir müssen zuerst wissen, wenn du die Blumen verteilst, die Rosen. Wunderschöne Rosen. Dann heißt das... leider nein. Müssen sie gehen. Ja. Und die Herzen... Die Herzen bedeuten dann ein Weiterkommen in die zweite Runde. Okay. Oliver, ich gebe die Sendung jetzt in deine Hände.
Gut, ich fange an mit der Nummer 1. Bei der Nummer 3. Ein Herz. Voll gepackt, Rose oder Herz? Ein Herz für die andere. Liebe Lisanne, leider nur eine Rose. Aber eine wunderschöne. Herz oder Rose? Ich habe genügend eingepackt. Leider nur eine Rose, Linda. Und es geht weiter. Schweiß bricht mir aus. Für die Ella, ein Herz. Jacqueline? Jacqueline mustert sich skeptisch, aber ein Herz. Jetzt muss ich mir nach. Zwischenbilanz, es sind noch zwei Rosen da. Es sind ja noch zwei Rosen da. Ja. Und auch dementsprechend Herzen. Ich muss Nachschub holen. Ja, bitte. Lieber Ulrich, vielen Dank. Ich brauche auch. Nee, brauche ich nicht. Ich fange an bei der Nummer 2. Nur eine Rose leider, aber eine wunderschöne Rose. Bei der Nummer 4 ein Herz. Bei der Nummer 6 ein Herz. Jetzt der Spannung halber wechsle ich die Richtung, gehen wir zu Nummer 12. Ein Herz. Die Nummer 12. Eine Rose ist übrig. Ihr seht, es fällt mir schwer. Wer kriegt das letzte Herz? Wir sagen. Jetzt weißt du, Olli, warum ich den Job nicht übernehmen wollte, weil mir das wirklich in der Seele wehtut. Jetzt. Das war hart.